Die Freude ist groß bei den Olympiagegnern in Bayern, während den Befürwortern das Lachen vergangen sein dürfte. Beim Bürgerentscheid zur Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2022 entschied sich die Mehrheit der Wähler gegen das sportliche Großereignis. Gründe gab es offenbar viele. Ich glaube, dass jeder seine eigenen Gründe hatte. Für den einen war es die Umweltzerstörung, für den anderen war es die Steuergeldverschwendung, für den dritten das intransparente IOC, für den vierten die Knebelverträge, die die Gemeinden hätten abschließen müssen. In der Landeshauptstadt München votierten nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis über 52% mit Nein. Die höchste Abfuhr kassierten die Befürworter im Landkreis Traunstein mit fast 60%. Im Berchtesgadener Land betrug die Ablehnung immer noch 54%. Und auch in Garmisch-Partenkirchen gab es, wenn auch ein knappes Nein. Ernüchtert reagiert Münchens Oberbürgermeister Christian Uder auf die Abstimmungspleite. Damit ist die Bewerbung gescheitert. Und zwar nicht nur für 2022, sondern nach meiner persönlichen Einschätzung sogar dauerhaft. Weil man nach diesem Votum aller vier beteiligten Bürgerschaften nicht davon ausgehen kann, dass es sich in absehbarer Zeit ins Gegenteil verkehrt. Nun ist klar, so schnell werden Olympische Spiele nicht nach Deutschland zurückkehren, egal ob im Winter oder im Sommer. Eine Kandidatur um die Ausrichtung der Sommerspiele 2024 gilt als aussichtslos. Südafrika und die muslimische Welt hoffen auf eine Olympiapremiere. Und auch die USA wollen sich mit einer aussichtsreichen Metropole bewerben.